braći i sestre, gospodje Hrišćanska, dragi naši prijatelji Austrijanci koji ste isto večera sa nama. Večeras imamo jednu osobitu čast i zadovoljstvo da našoj prijatelji pozdravimo našeg velikog srpskog prijatelja, a istovremeno čovjeka koji je Austrijanac, koji je vraćan ovdje i koji je jedan tipičan, živi, hodajući primjer da je moguće naći jednu dobru vezu, jedan dobar spoj između dvaju naroda, ovdje domaćinskog austrijskog naroda i nas koji smo svoje novo utočište našli u ovoj njihovoj prelijepoj zemlji, a istovremeno rekao bi sada i njihovoj i našoj i ovom lijepom carskom gradu Beču, koji je za nas uvijek istorijski bio izuzetno značajan i to je jedna zaista neosporna činjenica koju nije teško dokazati, a tema koja će večeras biti u stvari ovdje izlaganje pred sve nas, pokazat će nam to još jednom, zato što će gospodin Orbach nama govoriti o jednom istorijskom presjeku, o dolasku, dakle, prvih Srba u Beč, o njihovom prilagođavanju i o tom procesu koji, dakle, traje do dana današnjeg. Zato što čini mi se da je jedna velika većina naših ljudi koji su ovdje došli kao takozvani gastarbajteri u posljednjih 20, 30, 40 godina, nekako kao da imaju predstavu da mi malte ne od tada datiramo u Beču. Međutim, upravo on će nam večeras pokazati da to nije tačno. Ja sam imao čast da pročitam njegovu knjigu, isto tako i od pokojnog akademika Medakovića. I tu zaista ima jedno izobilje informacija koje nam pokazuje da mi nismo neko koje je to tek od juče ovdje, da smo i sami uticali na stvaranje kulture, dakle Austrije i Beča, kao što su i oni u isto vrijeme uticali na stvaranje naše kulture, naše istorije. Rečeno jezikom antičke filosofije, tu je došlo do jedne perihoreze. Starogrčka riječ perihorezis bi se prevela kao složina, kao preplitanje. I zaista to je preplitanje dvaju naroda, koji su se ponekad slagali, ponekad nisu, ponekad su imali suprotstavljene interese, ali Bogu hvala, evo, ima i ljudi koji zaista su nas prihvatili svim srcem svojim, svom dušom svojom. U ovome gradu i ovoj zemlji, kao što smo se i mi, možda ne svi, ali potrudili da prihvatimo njih. Večeras isto sa nama gospodin Radovan Kalabić koji će kazati koji uvodno riječ o ovoj knjizi. Poslije će gospodin Wolfgang Rauch nama reći nešto više na njemačkom jeziku. Biće također i prevod za one koji možda ne znaju najbolji njemački jezik. A da sve ovo ovako bude, potrudili su se ovi mladi momci iz organizacije Spoj i Srbi za Srbe koji smo mi ovdje u našem hranu u ovoj sali vidjeli više puta, koji su dolazili na izvesne duhovne večere, predavanja. Imali smo nekoliko uspješnih promocija dokumentarnih filmova. Svima onima koji nisu upućeni, skrećem pažnju da ovdje možemo da pogledamo jedan njihov zanimljiv časopis uz koji možete naći jedan vrlo zanimljiv dokumentarni film o tome zašto Srbi nestaju kao narod. A inače, jedna gospođa, magistar Spasić iz Kragujevca, još negdje 2002. ili 2003. pisala jednu zanimljivu knjigu zašto Srbi nestaju. Uglavnom, tematika je demografske prirode, nažalost veći mortalitet nego što je natalitet i sve ono što je jako onako bolno za nas, ali savremeno. Pa, pored ovog predavanja, koje će biti veoma zanimljivo za sve nas, sa dosta izobilnih činjenica, ja vas molim da, ako imate volju i želju, pogledate ove časopise ili uzmete neke od njih i pogotovo vam skrećem pažnju na one koji nisu imali priliku da vide taj film. Mi smo već imali ovdje predstavljanje istoga u ovom sali. Pozdravljam još jednom posebno naše austrijske prijatelje, predstavnike, dakle, ambasade. I nekako moram da vam kažem da ja imam nekakav žal u srcu što mi se čini da između intelektualne elite u gradu Beču, srpske, i nekako ljudi koji dolaze u crkvu kao da postoji nekakav jaz ili kao da postoji nekakva distanca. To smo svi mi koji smo ovdje češće primetili. Zato bi ja volio da ova sala, iako je mala, u buduće i što češće bude ono mjesto na kome ćemo se svi okupljati. Ono je narodno i da um, caroja snaga, klade valja. Da ne budemo mi ljudi koji u Beču ovdje dolaze samo da rade na građevini, šta li već drugo, nego da pokušamo i da dopunimo
jednu veliku prazninu koja postoji kod nas i upravo to je najjasnije između inteligencije i običnog naroda. A da bismo saznali još nešto više o tome, oni koji ne znaju, eto, upravo će nam pomoći jedan naš austrijski prijatelj, kome se zaista od svijeg srca zahvaljujem što je našao vremena da dođe, kao i gospodinu Karloviću, što je našao vremena da napiše ovako jednu divnu knjigu dvojezično izdanje na srpskom i njemačkom, sa dosta veoma interesantnih informacija i fotografija. I zahvaljujemo se što će uskoro objaviti još jednu veoma zanimljivu knjigu koja će isto tako biti slično, ali je zanimljiva za nas. Prostite, malo sam odužio, ali jednostavno ne mogu da ne kažem da sam izuzetno radostan što smo makar i ovako malom broju večera sabrani ovde i da se ne sakupljamo samo kada smo nekakve slave i proslave, nego jednostavno ovako da malo imamo hranu i za dušu, i za tijelo, i za intelekt, jer čovjek je u punoći svoje jedno psihofizičko biće i potrebuje i ovakvu hranu. Još jednom hvala, hvala našim gostima i hvala Gospodu što nas je Duhom Svetim sve ovako sabrao na jedno mjesto, kako bi rekao apostol Pavle, pitu avto, rad iste stvari, u isto vrijeme i na isto mjesto. Želim vam da se osjećate ovdje kao u svojoj kući, jer crkva u stvari ne pripada samo sveštenicima, patrijarcima, episkopima, nego svi mi u Kristu jesmo crkva i tijelo Hrista. Hvala vam još jednom, hvala Hrista. Danke mich hiermit bei der Vater Slajan. Liebe Wienerinnen und Wiener, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Vladimir Blajic, bin Obmann des serbisch-orthodoxen Jugendvereins aus Innsbruck, kurz gesagt SPOI, was auf Deutsch so viel heißt wie Verbinde. Denn in unserem Programm besteht neben der humanitären Arbeit auch die Integrationsarbeit und damit zielen wir also auch mit unserem Namen, also Verbinde. Und heute und vor allem in dieser Woche, in der die erste Wiener Integrationswoche stattfindet, sind wir sehr geehrt, dass wir heute hier in diesem Saal nicht nur Serben finden, sondern vor allem auch Österreicher, die wir alle zusammen leben, in Wien vor allem und überhaupt in Österreich. Also ich bin halt hier sogar aus Innsbruck angereist. Und da bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen. Beim Eingang haben Sie wahrscheinlich schon den Herrn Miloš Jovanović gesehen. Er ist der Obmann der humanitären Organisation Serben für Serben hier in Wien. Und wir sind zusammen also zwei serbische Organisationen, die wir heute also diesen Vortrag von Herrn Rohrbach organisieren. Wir bedanken uns hiermit nochmal auch bei der Kirche und beim Vater Christian, der uns also auch hier die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Und wahrscheinlich haben auch viele von Ihnen oder einige haben auch teilgenommen, also am abendlichen Gottesdienst. Und somit wollten wir also auch Ihnen die Möglichkeit bieten, ein wenig von der serbischen Kultur, vor allem wir jetzt im Sinne der Kirche, damit ihr was aufnehmt. Damit danke ich mich recht herzlich beim Herr Professor Dr. Wolfgang Rohrbach und beim Magister Radovan Karlević aus Belgrad, der hier heute auch angereist ist, der mit seinem langjährigen Kollegen und Freund auch hier zusammen den Vortrag halten wird. Er wird also die Einführung machen. Ich will jetzt nicht sehr viel lange drumherum fahren sozusagen, habe ich jetzt auch mein Tiroler Dialekt ein bisschen anstrengend, aber wir sind da hier bei der Wiener Integrationswoche, somit haben wir auch nicht nur die serbische und die österreichische Seite, sondern auch die Tiroler Seite sozusagen hier in Österreich. Ja, also jetzt werden wir also die Einführung zum Vortrag von Herrn Rohrbach zum Thema auf den Spuren des Serben Wiens hören, auf Serbisch, und ich werde mich dann bemühen, so gut es geht, also aus dem Serbischen ins Deutsche zu übersetzen, und natürlich wird mir dann auch, falls es notwendig wird, wird mir auch der Herr Rohrbach helfen. Und ansonsten bedanken wir uns auch herzlich bei den Botschaftern oder bei den Vertretern der serbischen Botschaft in Wien, dass sie heute auch hier gekommen sind. Das ist auch eine, wie soll ich sagen, also eine Ehre für uns auch, dass sie auch hier dabei sind.
Ja, damit wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und ich hoffe, dass Sie so viel wie möglich von den Serben, nicht nur in Wien, sondern überhaupt in Österreich, erfahren werden. Denn unser Ziel war es heute, dass wir eine dritte Seite präsentieren über die Serben, vor allem hier auf diesem Territorium, denn vor allem während den 90er Jahren und bis heute wird ein bisschen falsch über die Serben berichtet. Deswegen wollten wir also hier eine andere Möglichkeit bieten, vor allem hier auf seinem Territorium hier von Europach, ein sehr großer Freund der Serben, wie es auch Vater Slajan angekündigt hat, dass wir also hier so eine dritte Seite und was Neues hören über die Serben. Ich danke mich nochmal und the stage is yours. Časni oče, uvaženi gospodine generalni konzule, poštovani predsjedniče Srpsko-austrijskog prijateljstva, udruženja, dragi organizatori iz Srpske pravoslavne omladine iz Innsbrucka, iz organizacije Srbija Srbe i poštovani profesore, prijatelji i kolega Roba. Dozvolite mi da se obratim u ovoj multikulturnoj sredini, tolerantno svojim maternim srpskim jezikom, a da zamolim profesora Rohrbacha, da moje reči sukcesivno vama prema. Gut, also der Karlovic hat sich jetzt zuerst bedankt beim Vater Slajan, bei den Vertretern der serbischen Botschaft in Wien und beim Herr Stjakovic, aus dem Vertreter der serbisch-österreichischen Gemeinschaft hier in Wien. Und er hat gesagt, also, dass es ihm eine sehr große Ehre ist, hier vor einem multikulturellen Publikum vorzutragen oder besser gesagt einzuführen, zusammen mit seinem langjährigen Kollegen und Freund Wolfgang Rohrbach. Knjigu profesora Wolfganga Rohrbacha na tragu Srba u Beču, koju večeras predstavljamo u najstarijoj instituciji srpskog naroda u ovom carskom gradu, objavili smo u Beogradu, srpskom prestolnom gradu 2006. godine. Das Buch auf den Spuren des Herrn Wiens haben Sie also zusammen veröffentlicht in Belgrad im Jahre 2006. Mislim da kao izdavači nismo mogli naći pogodniju ličnost koja u sebi sadrži toliku sintezu, što po svom poreklu, što po svojom kulturološkom nivou i okrenutosti najpozitivnijim i najvrednijim stvarima naše civilizacije, može da predstavlja simbolički most između dva naroda kao što su srpski i austrijski. Fasse ich ein wenig zusammen. Also, es ist ein, Sie haben es also nicht besser schaffen können, diese Synthese des serbischen und österreichischen Volkes in diesem Buch zu präsentieren und damit also neue Brücken zwischen den Serben und den Österreichern zu schaffen. Kao što mi je čast da u ovom prostoru večeras govorimo o knjizi profesora Rohrbacha, tako je u srpskom prestolnom gradu promocija održana u starom dvoru, prvom zvaničnom kraljevskom dvoru srpskih Obrenovića. Genau wie es dem Herrn Kalabić eine große Ehre ist, heute hier vorzutragen, in der Hauptstadt Österreichs, in Wien, genauso war es ihm eine Ehre, vor einigen Jahren in Belgrad, im ersten Schloss der Obrenovic, dieses Buch vorzustellen. Prijem na koji je naišla u stručnoj javnosti kulturnoj u Beogradu u Srbiji ova knjiga, bio je toliko pozitivan da osim prvog pojavilo se odmah i drugo izdanje knjige na tragu Srba u Beču. Also nachdem das Publikum dieses Buch, die erste Ausgabe, so gut aufgenommen hatte, ist sogar eine zweite Ausgabe kurz danach herausgekommen. Kao i među pojedincima, tako i među narodima i državama, postoje faze dobre i lepe saradnje i usponi u prijateljstvu, kao što ponekad postoje i nesporazumi i nedoumice. Genauso wie es also zwischen Einzelpersonen und Freunden vorkommen kann, kann es auch genauso also bei Völkern und bei Nationen vorkommen, dass sie in ihrer gemeinsamen Geschichte schöne wie auch schlechte Momente erleben, in ihrer Freundschaft, aber auch von der anderen Seite. Das habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, das ist was, würde ich sagen. Ne okrećući glavu kao istraživač od onih poglavlja koje su možda malo i zatamljene, ne okrećući
glav, kao istraživač, održi poglade naših koji su malo izatamljeni u odnosima između. Wenn ich mich also jetzt hier auf die Thematik konzentriere, die die dunklen Kapitel unserer Geschichte betrifft, die noch nicht hinreichend erforscht waren. Jedan pozitivni i svetli pristup iz autorskog karaktera profesora Rohrbacha stavio akcenat pre svega na uspone i na najbolje momente u istoriji dva naroda i dve države. Also die, soll ich sagen, also die helle Darstellung oder die Situation war so, dass Herr Radovan Karlovic sagt, dass ich in dieser Arbeit versucht habe, jetzt nicht das Schwarze noch schwärzer darzustellen, sondern einmal auch die positiven Seiten aufzudecken. Dass es hier auch in der Geschichte zwischen Österreich und Serbien sehr positive Dinge gibt und nicht nur negative, mit Krieg behaftete. Imajući uvek na umu koliko kultura kao integrativni faktor može da odigra veliku ulogu u povezivanju dvaju naroda i dvaju sredina. Es kann gerade die Kultur sehr viel dazu beitragen, dass die Integration stattfindet. Wenn aber diese Kultur nicht da ist, dann kann es natürlich auch beitragen, dass sich zwei Völker entfremden. Kad smo već na tom polju, profesor Rohrbach je istorijski kulturološki, dakle u dve prvobitne kategorije koje uključuju i civilizacijsku kategoriju. Also wenn ich schon hier, es tut mir jetzt leid, dass ich über mich hier den Weihrauch da mich vergiften muss, den Weihrauch, aber ich versuche es Ihnen besser zu beschreiben. In dieser Geschichte ist also nicht nur der historische Teil dargestellt, sondern auch futurologisch, also in die Zukunft blickend, eine Perspektive aufgezeigt. Also, dass man hier auch wirklich das Bemühen auf Schritt und Tritt sieht. I na površinu historijskog događanja pre svega stavio u temelj jednu historijsku činjenicu. Srpska država, izvinjam se, svoju nezavisnost duguje upravo bečkoj diplomatiji i Austro-Ugarskoj. Und wenn wir jetzt in der Resümee zu ziehen versuchen, aus diesen historischen Fakten, dann können wir sagen, dass die Unabhängigkeit, die Serbien jetzt erzeigt, hat in erster Linie zu verdanken ist der österreichischen Diplomatie. Uz istu diplomatsku podršku Srbija je 1882. godine postala i kraljevina. Und eben im Zuge des Berliner Kongresses ist ja Serbien auch im Jahr 1878 dann ein unabhängiges Fürstentum geworden und ein später Königtum. Izvan diplomatske istorije izuzetno je bogata ekonomska istorija saradnje između dva naroda i dvije države koja ovdje opisa. Aber was dann besonders wichtig war, weil ja allein mit der Politik niemand satt wird, die ökonomischen Beziehungen, dass diese ökonomischen Beziehungen so strukturiert wurden, dass eben beiden Ländern ein sehr gutes Überleben ermöglicht wurde. I treći imalo važan segment, to je bogatstvo kulture srpske koja se začinjala u svom pisanom obliku i materijalnom upravo ovdje u Beču. Und dann letztlich, was man nicht vergessen sollte, dass eben die serbische Kulturarbeit, vor allem was jetzt die schriftlichen Dokumente betrifft, in erster Linie und ihren Anfang aus Wien genommen haben. Sve su to oblasti kroz koje profesor Rohrbach superiorno prošao, dajući čitaocu mogućnost. Also, dass diese Komponenten eben dem Leser zugetragen werden, ist eines der größten Qualitäten dieses Buches, dass der Leser eben nachvollziehen kann, wie diese kulturelle Arbeit in der Monarchie erfolgt ist. Da jednim vrlo jednostavnim stilom, a bogati. Und was also vielleicht für den Leser faszinierend ist, ein sehr einfacher Stil, der aber voll von Reichtum ist. Za kratko vreme upozna vrlo bogatu istoriju između dva naroda i dve sredine. Und über diesen einfachen Stil kann eben der Leser dann in sehr kurzer Zeit, einen kurzen, aber nicht oberflächlichen Einblick in die Geschichte Serbiens und der Serben bekommen. Koliko je meni poznato, dva su autora na ovoj temi najbolju razradu dala. Soweit mir bekannt ist, hat es eben zwei Autoren gegeben, die hier schon als Vorreiter fungiert haben.
Jeden je pokojni akademik Dejan Medaković. Der eine ist der verstorbene Akademiker Dejan Medaković. Sa svojim delom Srbiju u Beču. Mit seinem Buch i Serbo Vinz. I drugi je profesor Wolfgang Rohrbach sa svojim delom Na tragu Srba u Beču. Und der zweite, sag ich selber, Wolfgang Rohrbach. I pazite šta ih obojicu opet veže u istraživačkom poslu. Obojice imaju iskustvo upravo iz dve sredine, što im daje jednu veliku prednost. Und beide Autoren haben eben einen Vorzug, der unnachahmbar ist, dass sie nämlich beide Milieus kennen. Tako da u našoj otadžbini u Srbiji oba izdanja ove knjige, sad moram praktično da progovorim nešto i da apelujem za budućnost, su rasprodate i nemi. Also, und das kann ich jetzt wirklich bestätigen, beide Bücher sind bis aufs letzte Exemplar vergriffen und verkauft gewesen. Also ich habe hier mein Buch wieder gefunden, ich habe nicht einmal ein einziges mehr zu Hause, weil ich das letzte dem Kardinal Schönborn geschenkt habe. Und es kommen aber wieder, es wird eine. Und ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, dass Sie alle dieses Buch lesen. Bojim se da autor neće imati dovoljno primjeraka da bi svi zainteresovani mogli. Ich fürchte, dass der Autor dann auch nicht im nächsten Mal genug Exemplare haben wird, weil das Interesse so stark sein wird. Zato ću ja moje uvodno kratko slovo završiti sa dve najljepše sugestije profesor Rohrbach. Deshalb möchte ich mit zwei Suggestionen für Professor Rohrbach meine Einführung beenden. Prva je da kao čovjek objektivne i vitalne istraživačke snage. Also zum ersten, dass er ein sehr vitaler und sehr objektiv arbeitender Mann ist. Prouči još malo arhiva na vojnim Beškim, kakva je bila uloga Srba u austrijsko-turskim ratovima. Und möchte gleichzeitig auch suggerieren, dass er ein bisschen jetzt noch zusätzlich nachschaut, wie die Rolle der Serben in den österreichisch-türkischen Kriegen war. Jer su u tim ratovima bili izraziti saveznici, hrišćanski okrenuti istoj motivaciji. Weil hier eben alle Christen unter der gleichen Motivation gekämpft haben. I druga završna sugestija je da sa tim dopunjenim delovima knjige što pre objavi i treći. Und letztlich möchte ich sagen, er soll so schnell wie möglich mit dieser neuen Ausgabe Und ich danke Ihnen alle für Ihre Geduld, für meine etwas längere Einführung. Auch hier danke ich Ihnen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde jetzt auch mit einfachen Worten versuchen, Teile, die wenig bekannt sind, aus dieser Geschichte zu präsentieren. Wir alle wissen, die hier in Serbien, aus Serbien gekommen sind, die hier aufgewachsen sind, dass es sehr dunkle historische Flecken in dieser Beziehung gibt. Diese Flecken sind entstanden seit den Napoleonischen Kriegen. Der Nationalismus ist mit Napoleon kreiert worden und dann am Wiener Kongress wurde dieses, sage ich jetzt einmal, geeinte Europa oder geeinte europäische Ungetüm wieder zerhackt und ist in die drei Teile von Preußen, Österreich und Russland aufgeteilt worden, die Heilige Allianz. Diese Heilige Allianz hat nicht sehr lange gehalten und war mit ein Grund, nämlich die österreichisch-russische Freundschaft, die im Krimkrieg beendet worden ist, dass eben Serbien aufgeteilt wurde, zu einem Teil in Richtung Russland, zu anderen Teil in Richtung Westen, sprich Österreich. Das ist vielleicht einmal die Ausgangsbasis, von der wir hier ausgehen müssen. Und alles, was wir heute hier vorfinden, ist eigentlich ein Resultat der Geschichte. Dass es heute auf der ganzen Welt 14 Millionen Serben gibt, von denen aber nur 6,3 Millionen in Serbien
in ihrer Heimat sind, diese Tragödie im Grunde genommen, ist einfach dem Umstand zu verdanken, unter Anführungszeichen, dass die Serben aufgeteilt waren. Dass sie immer letztlich in verschiedenen Völkern angesiedelt waren und es hat eine einzige verbindende Kraft gegeben, das war die Kirche. Das ist diese gemeinsame Spange, die über alle Serben geht. Der Deutsche kann ja nur vom Serben reden, während der Serbe unterscheidet den Serbianatz und den Serbin. Der Serbianatz ist der an die Scholle Serbiens gebundene, der in Serbien geborene, während der Serbin, das ist die Ethnie, der ethnisch. Also was heißt das? Der mit der serbischen Kultur ist gleich serbisch-orthodoxen Glauben, egal wo er sich befindet, verbundene ist. Und daher ist es auch so unendlich schwierig, eine richtige Statistik zu finden, wie viele Serben gibt es denn überhaupt in Wien und in Österreich. Und wenn Sie schauen, der Integrationsfonds schreibt 110.000 Serben. Ein Autor, der in der Wiener Zeitung schrieb, Pradulovic, hat voriges Jahr, fast genau vor einem Jahr, geschrieben 180.000. Ich bin dem nachgegangen. Und kann Ihnen nur sagen, wenn man ausgeht vom Serbien, dann sind sogar die 180.000 zu wenig. Warum? Weil es eben Serben gibt, die sich bekennen zur serbischen Kultur, die aber aus Kroatien, aus Mazedonien, aus Bosnien gekommen sind, aus Ungarn, aus Österreich, aus heute muss man sagen Montenegro, da gibt es also 50%, die sagen, wir sind Serben, die anderen sagen, wir sind Crnogorci. Es soll auch jeder bestimmen selbst, was er ist. Aber wenn Sie diese Gruppe zusammenziehen und dann noch die Leute, die seit der Monarchie hier sind, also das sind Offiziere, die zum Teil oder Beamte nur mehr den slawischen Namen haben, vielleicht gar nicht mehr Serbisch sprechen, andere wieder, die die Traditionen hochhalten, österreichische Staatsbürger, die gar nicht mehr wissen, dass ihr Name von den Serben abstammt, wie zum Beispiel der Name Ratz, der ist vom Rajci abgeleitet, Rajci war die alte Bezeichnung der Serben und der Ratzenstadel war nicht ein Stadel, in dem es unheimlich viele Ratten gegeben hat, sondern dort haben die Rajci gewohnt. Und das ist diese lebende Geschichte. Also das, was der Kollege Radovan Karabic gemeint hat, futuristisch, indem er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Dass einmal diejenigen, die Ratz heißen oder Ratzinger oder wie auch immer, erforschen, wieso ist dieser Name zustande gekommen, woher kommt man. Und Sie sehen dann, das sind alles typische Österreicher. Und der Österreicher besteht darin, dass er eben sehr viele Komponenten aus anderen Nationen hat. Aber immer wieder diese tragende Säule Europas, das Christentum. Und dieses Christentum ist eben auch aus politischen Gründen aufgeteilt worden. Wenn man die serbische Geschichte genau durchliest, dann finden Sie die erste Nennung der Serben in Byzanz. Ja, Konstantin Porphyrogenitos, 9. Jahrhundert, dort finden Sie die Sorabi. Also die Lateiner haben die Serben als, da gibt es immer nur volle Vokale, Sorabi genannt. Und diese Sorabi sind dann im Deutschen als Sorbi, Serbi und letztlich dann Serben bezeichnet worden. Zur gleichen Zeit findet man sie auch in Dalmatien, aber das war damals alles nicht österreichisches Territorium, sondern das waren zuerst einmal Illyricum und dann später die sogenannten Länder der Stephanskrone. Diese Stephanskrone hat Ungarn, Rumänien, Slowakei, Kroatien, also all diese Gebiete umfasst. Und durch die Heiratspolitik des berühmten Kaiser Maximilian I., der immer gesagt hat, Ali Bella Gerand, du Felix Austria Rube, die anderen sollen Krieg führen, du glückliches Österreich heirate, hat er es so weit gebracht, dass dann nach der Schlacht von Mohacs, in der Ludwig Anjou gefallen ist, die Länder der Stephanskrone zu Österreich gekommen sind.
Plötzlich hatte Österreich hunderttausende Slawen auf seinem Gebiet. Und was macht man jetzt mit denen? Dort, wo die Westkirche war, war es ja keine Schwierigkeit, da war das Lateinische. Aber die Orthodoxen hatten eine andere Sprache, nämlich das Kirchenslawische. Und jetzt ist dann eben die Situation entstanden, wie kann man diese Komponenten zusammenführen? Eine ziemlich schwierige Situation, die aber in dem Sinne gemeistert wurde von den Monarchen, indem man die Kraft, die diese Serben hatten, genutzt hat, dass sie nämlich über Jahrhunderte die Wächter an der österreichisch-türkischen Grenze wurden, die sogenannten Krainer, Krainerserben. Das war die große heilige Funktion, die diese Leute ausgeübt haben. Und wenn Radovan Karadžić gesagt hat, das erste Kulturzentrum der Serben war Wien, dann muss man sagen, dass dieses Kulturzentrum überhaupt erhalten hat werden können, ist das größte Verdienst der Serben. Diese Serben sind so privilegiert gewesen, dass sie nur dem Kaiser unterstellt waren. Diese Serben hatten Pensionen, waren befreit von der Steuer, mussten bei keiner der Gemeindesitzungen teilnehmen, durften in Kriegszeiten zu keinen anderen Aufgaben herangezogen werden, als eben zum Kriegsdienst und wurden dann dafür von den Imperatoren Leopold I., Josef I., Karl VI., Maria Theresia, Josef II. Belohnt dafür. Und Sie wissen, die echteste Form der Anerkennung ist der Neid und die Eifersucht. Ja, es gibt die einen, die sagen, ah, Dragainama, da ist Tako, die anderen, Kako, Nimeo, to, Tako, Kako, to, Moguce. Da hat begonnen dieser Zwist. Da ist hineingetragen worden etwas, was man heute wieder in der Integration erforschen muss, um die alten Lösungen zu finden. Religion kann ein Mittel sein, das wirklich die Menschen in brüderlicher Einigkeit und Nächstenliebe verbindet. Das ist dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es kann aber auch der Heilige Krieg sein. Es kann aber auch sein, dass praktisch monotheistische Religionen, die eigentlich den gleichen Gott haben, so unterschiedlich sind, dass sie einander bekämpfen. Und jetzt ist dann die Frage, wenn jetzt noch eine Vermischung der Politik mit der Religion stattfindet, dann kann diese Religion entarten. Und jetzt ist es eben die Aufgabe, und das war in seiner, so entscheidend in seiner Ausführung, die lichten Stellen zu finden, nicht zu sagen, weil es Kreuzzüge gegeben hat und weil es, sage ich jetzt in anderen Religionen, in der Scharia zum Beispiel eine Aufforderung gibt, deswegen ist die Religion nicht in Ordnung. Dieser Schluss ist nicht richtig. Das wäre genauso, weil es unter den Menschen Diebe gibt, sind die Menschen schlechte Wesen. Der Schluss stimmt nicht. Sondern ich muss immer schauen, dass ich das Positive herausfinde und das zusammenbringe. Und das ist letztlich mit einem neuen Kapitel, das in dem Buch noch nicht drinnen ist, mit dem Toleranzpatent Josef II. Gelungen. Und hier ist sehr viel an schlechten historischen Halbwahrheiten verbreitet worden. Man hat von gesprochen, von einem Völkerkerker der Habsburgermonarchie. Das stimmt für die letzten Jahrzehnte. Aber ich möchte Ihnen ein Zitat von Dosite Obradovic, von einem Serben, der jahrelang hier gewohnt hat, vorlesen. Originalzitat, ich lese es in Deutsch, er hat sowohl in Serbisch als auch in Deutsch verfasst. Er schreibt, 6 arbeitsame und von Freude erfüllte Jahre vergingen in Wien wie 6 Tage. Maßvoll lebend hatte ich niemals einen Grund, krank zu sein. Sie wissen, das erste, wenn ein Serbe keine Freude hat an der Arbeit, Polis, dann sagt nicht mehr gut. Ich hatte keinen Grund, krank zu sein. Unentwegt, in angenehmer Gesellschaft, wobei ich entweder andere unterrichtete oder meine eigenen Lektionen lernte, erschienen mir die Tage nur an Sonn- und Feiertagen etwas zu lang. Meine Auffassung und
Denkweise nach musste ich mich in einer so schönen Stadt, wie es Wien ist, einfach wohlfühlen. Während ich meiner Arbeit und meinen Pflichten nachging, hatte ich das Gefühl, absolut frei und unabhängig zu sein. Da ich niemanden Rechenschaft ablegen musste, ich hatte das Gefühl, dass die ganze Stadt Wien mir gehört, da ich in ihr umherspazieren konnte, so viel ich Lust hatte. Der Augarten, der Prater sowie alle umliegenden Wälder und Wiesen waren in meiner Gewalt. Und der gleiche Dositej Obradović, also einer der berühmtesten Literaten und Dichter, hat dann, wie es also wieder einmal den Serben so schlecht gegangen ist, weil die Osmanen wieder versucht haben, diese Freiheitsbeschränkungen zu unterdrücken, eine Bitte an den Kaiser Josef gewandt: O du heilige Krone, o du Josef der Große, breite deine Gnade über das serbische Geschlecht aus, über das arme Serbien und Bosnien, die unsägliche Qualen leiden. Das hat 1887 geschrieben. 1788 ist dann, damit ich auch das, der österreichisch-türkische Krieg losgebrochen. Der 73-jährige General Laudon, Feldmarschall Gideon Laudon, hat Belgrad befreit. Die Österreicher wurden gefeiert als große Befreier. Leider ist 1790 Josef II. Gestorben und 1791 ist dann wieder Belgrad osmanisch geworden und ist in einer Brutalität niedergeschlagen worden. Wer von Ihnen mich kennt, wird die Schädeltürme kennen. Die Serben haben die Köpfe abgehackt und Türme gemacht, damit alle wissen, wer sich gegen das Osmanische Reich stellt, wird letztlich so enden. Dennoch ist dieser österreichisch-türkische Krieg ausschlaggebend gewesen, dass 1804 dann der große Aufstand gewesen ist. Und da beginnt eben die Geschichte Karadjordje und die Bewegung. Und die Serben haben dann so lange gekämpft, bis letztlich sie frei geworden sind. Aber ohne diese Diplomatie wäre das eben nicht möglich gewesen. Und das ist jetzt so wichtig, dass ich hier noch ein Zitat nicht vorenthalte. Es ist gut, dass sich Österreicher und Serben wieder vertragen. Es ist gut, dass die Österreicher die größten Investoren in Serbien sind. Es ist nicht gut, wenn Serben nicht mehr ihre Sprache sprechen. Es ist nicht gut, wenn Serben sagen, ja neću više da pričam na srpskom jeziku. Ich möchte Ihnen ein Zitat 1812 vorlesen an der Wiener Universität, damals vom berühmten Philosophen und Literaturwissenschaftler Friedrich Schlegel. Eine Nation, deren Sprache verwildert oder in einem rohen Zustand erhalten wird, muss selbst barbarisch und roh werden. Eine Nation, die sich ihre Sprache rauben lässt, verliert die Hälfte ihrer geistigen inneren Selbstständigkeit und hört eigentlich auf zu existieren. Also wenn der Hochwürden gesagt hat, Mr. Benestanimo, aus drei Gründen, demografisch ist es für alle Europäer. Aber es gibt keinen Franzosen, der sich schämt, in seiner Sprache zu sprechen. Es gibt keinen Engländer, der sich schämt. Aber es gibt leider Serben, die sich schämen, in ihrer Sprache zu sprechen. Und hier sehe ich persönlich als in Österreich Geborener, aber mit serbischen Wurzeln die Hauptaufgabe, dass wir dieses kulturelle Niveau wieder heben. Dass wir wieder den Serben sagen, ihr habt eine uralte Tradition. Vom Byzanz ausgehend, 19. Jahrhundert, seid ihr dann in die österreichische Geschichte im 16. Jahrhundert hinein. Was nirgends auf der Welt möglich war, ist den Serben in der österreichischen Armee möglich geworden. General zu werden, Oberst zu werden, es gibt Dutzende. Ich nenne nur einen, Knitschanin, ich nenne den Rodic. Das sind einfach Leute, die in die Geschichte als österreichische Generäle eingegangen sind. 1848 wird zwar immer der Pan Jelašić als Führer genannt, nur was nicht hinzugefügt wurde, dass er 90% Serben in seiner Mannschaft hatte. Und diese haben dann die revoltierenden Ungarn zurückgedrängt und der junge Kaiser Franz Josef, der sich nicht mehr zu wehren wusste, hat dann einen Fehler gemacht.
Er hat den russischen Zaren um Hilfe gebeten. Und wer den russischen Bär nimmt, der weiß, dass man den sehr schwer los wird. Die Russen sind gekommen, haben ein grässliches Blutbad unter den Ungarn angerichtet in der Schlacht von Vilagosz. Und Kaiser Franz Josef hat gesagt, ihn werde ich nie wieder bieten um irgendetwas. Und 1856, als der Krimkrieg begann, die Russen wollten immer an die Adria. Die wollten immer dieses Territorium haben, dass sie letztendlich aus dem Schwarzen Meer herauskommen. Da hat sich Österreich neutral verhalten. Und das hat der russische Zar nie vergessen, dem Franz Josef. Und damals begann eine Aufspaltung des sogenannten Panslawismus. Der Panslawismus, der existiert in zwei Formen. Der russische Panslawismus in ein politisch orientierter, alle Slawen sollen sich vereinigen, jedoch unter der Dominanz der Russen. Und der Austroslawismus ist eine kulturell ausgerichtete Linie, die also mehr auf das Künstlerische, mehr auf das Literarische geht. Und wenn Sie sich dann anschauen, welche Werke der Serben in Wien entstanden sind, dann werden Sie sehen, dass hier die Diplomatie etwas geschafft hat. Das Toleranzpatent Josef II. Vom 13. Oktober 1781 hat besagt, man soll den Serben die gleichen Rechte, den serbischen Orthodoxen und den evangelischen einräumen wie den Katholiken. Die katholische Kirche ist weiter die dominierende Kirche gewesen, aber das war das Entscheidende. Josef II. Hat die Ehe zu einem privaten Vertrag erklärt. Das heißt, es war nicht mehr abhängig, wenn ein Serbe eine Österreicherin heiraten wollte, dass dann der katholische Priester sagen konnte, Tinissi, Katholik, Tinesmisch. Sondern hier hat Josef II. Gesagt, es soll ein Sakrament bleiben, aber wenn der Katholik sagt nein, dann machen wir den Ehevertrag eben als Vertrag und der Serbe kann den Österreicher heiraten. Das hat dann weiter dazu geführt, dass die Zünfte, das waren die Vorläufer der Kammern, gesagt haben, wir lassen nur unsere westlich-kirchlichen hinein und Josef damit geantwortet hat, ich werde euch keine einzige Zunftordnung mehr unterschreiben. Im Gegenteil, er hat viele Serben zu sogenannten Hofbefreiten gemacht. Das heißt, das waren Schneider, Juweliere im Dienste seiner Majestät, die überhaupt nicht mehr sich inkorporieren mussten. Also heute würde das bedeuten, eine Gruppe von Gewerbetreibenden, die nicht Mitglieder der Kammer werden müssen. Sie müssen sich das vorstellen, dieser Josef II., wie modern und wie gut der gedacht hat. Und damit hatte er natürlich jetzt alle besammen. Und mein Kollege Markus Diakovic hat eine wunderbare Idee gehabt. Er möchte diesen 13. Oktober als Tag der österreichisch-serbischen Freundschaft kreieren. Das ist nämlich der erste Tag, in dem ein österreichischer Imperator gesagt hat, die serbischen Orthodoxen sollen gleichgestellt sein mit allen anderen. Das ist ein sehr guter Tag und es freut mich, dass ich das an diesem Ort sagen kann. Denn dieser Ort ist ein lebendes Zeichen der österreichisch-serbischen Freundschaft. Kaiser Franz Josef und König Milan Obrenović waren wirklich persönliche Freunde. Und ich habe mir in diesem Buch auch die Mühe gemacht, von diesem scheißlichen Urteil, das man über den Milan Obrenović gefärbt hat. In alten Büchern lesen Sie Kocka, Jenska, lauter schlechte Sachen. Beide haben hier Geldspenden gegeben, dass diese Kirche errichtet werden konnten. Kaiser Franz Josef, der also sicher eine ganz genaue Selektion gemacht hat, war dann, wie 1901 Milan Obrenović gestorben ist, hier bei seiner Einsegnung, hat den Sarg begleitet. Man muss sich vorstellen, das war der 11. Februar 1901, ein eisig kalter Tag. Franz Josef war über 70 Jahre alt, ohne Kopfbedeckung hat er den Sarg bis zum Zypernhof begleitet und von dort wurde dann also der Waggon bis nach
Kadowatz und dann nach Kruschetol der Sarg gebracht. Meine Damen und Herren, das sind Sachen, die man auch in der Geschichte erwähnen muss. Nicht Erster Weltkrieg und Franz Ferdinand, der umgebracht wurde, auch dazu bitte eine Klarstellung. Prinzip Gavrilo war ein österreichischer Staatsbürger, damals serbischer Abstammung. Das steht nirgends drin, aber das ist dokumentiert. Das ist immer das eine. Das zweite, es gab zwei Ultimaten. Man hat forciert den Krieg. Wäre Franz Ferdinand nicht umgebracht worden, hätte man einen anderen Grund gesucht. Das muss man auch einmal, wenn Sie das lesen, dieses Buch, die erste wird wahrscheinlich nicht möglich sein, die Ausgabe, aber in der zweiten, sind diese beiden Ultimaten genau dokumentiert. 1914 hat man einen heißen Julitag dem 84-jährigen Franz Josef ein zweites Ultimatum mehr oder weniger unterjubelt, in dem Bedingungen drinnen gestanden sind, die kein Staat der Welt akzeptieren kann. Und dann wurde eben diese Kriegserklärung getroffen und schon Bismarck hatte gesagt, wenn einmal die österreichische Monarchie zerfällt, wird Europa 100 Jahre zu keinem Frieden kommen. Und das ist dann auch passiert. Der Erste Weltkrieg, der Bürgerkrieg, der Zweite Weltkrieg, dann alle diese Teilung Europas und so weiter. Und jetzt haben wir wieder die Chance, gemeinsam unter ein Dach zu kommen. Wir müssen, das ist vielleicht der letzte Part, den ich hier jetzt anschneiden möchte, schauen, dass wir die Christenheit zusammenbekommen. Was ich mit einer gewissen Sorge beobachte oder beobachtet habe, ist, dass sich die orthodoxe Kirche im ehemaligen Jugoslawien auch ein bisschen so aufzuteilen bekommen hat. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, hier gemeinsame Wege zu finden. Ich hoffe, dass man sich hier auf diese Werte besinnt. Das Toleranzpatent soll in uns allen weiterleben. Das heißt, wir sollen den anderen Toleranz geben, aber wir sollen auch erwarten von den anderen Toleranz. Weil Partnerschaft ist nur möglich, wenn gleiche Rechte da sind. Wenn ich dem einen sage, du hast keine Rechte und ich habe alle Rechte, gibt es keine ordentliche Partnerschaft. In dem Haus, in dem Milan Obrenović und Kaiser Franz Josef hier ihre Freundschaft dokumentiert haben und die über alle Kriege hinweg existiert hat, das muss man sich jetzt vorstellen, in Zeiten des größten Verzweiflung und Hasses und so weiter, hat diese Kirche und hat es immer hier Serben gegeben. Wichtig, diese hellen Seiten der Geschichte herauszuholen, die negativen Sachen sind passiert, genauso hat sie Österreich erlebt und eines vielleicht auch noch am Ende, 1945 hatten auch die Österreicher von der deutschen Okkupation genug. Aber es ist keinem Österreicher eingefallen, eine österreichische Sprache zu kreieren. Oder, wir haben unseren Kollegen aus Tirol gehört, eine Tiroler Sprache. Hier muss man einfach eine gemeinsame Bezeichnung für diese südslawischen Sprachen finden. 150 Jahre sind an der österreichischen oder Wiener Universität serbokratisch unterrichtet worden. Ein Institut für slawische Philologie. Der Vorteil war, dass alle einander verstehen wollten. Mein Appell ist, ich möchte nicht urteilen, was schlecht und was gut ist. Versuchen Sie hier, die diese Kirchengemeinde bildet, die 150 Jahre voriges Jahr alt war, diese alten Werte, Pflege der Sprache, Pflege der Gemeinsamkeit, das Positive im Anderen zu suchen, zu nehmen. Dann wird Ihnen etwas, was kein Geschenk ist, sondern was ich als meine Lebensaufgabe sehe, dass Serbien als gleichberechtigtes Mitglied in diesen europäischen Völkerverbund hineinkommt. Als gleichberechtigtes. Das bedeutet, dass die Europäer jetzt die Aufgabe haben, diese Wunden, die im Krieg geschlagen worden sind, die einen Rückwurf bedeutet haben bis fast ins Mittelalter, in gewisser Weise finanziell, ökonomisch wieder gut zu machen haben. Die NATO ist eine Organisation gewesen, die dort einzugreifen hat, wo westliche Länder bedroht waren. Es war kein westliches Land bedroht, es hat intern fürchterliche Schwierigkeiten gegeben, wir haben alle darüber gelesen,
Wir können diesen Krieg nicht mehr rückgängig machen, aber wir können etwas machen, indem wir dieses Volk, das nichts dafür kann, als gleichberechtigtes Mitglied hinausnehmen. Und denken Sie bitte daran, Serbien ist noch kein Mitglied der EU, aber es gibt hunderttausende Serben in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, die bereits überzeugte Europäer sind und die auch Reisepässe der Europäischen Union haben. Das sollten wir also in all diesen Dingen bedenken, und ich schließe jetzt mit den Worten, indem ich einmal hochwürden danke, dass ich hier sprechen habe können, indem ich auch appelliere hier an Generalkonsul, dass wir hier diese Kooperation so weit wie möglich pflegen, und indem ich noch einmal meinen Kollegen, den neuen Präsidenten der österreichisch-serbischen Gesellschaft, beglückwünsche, dass er eine Idee gehabt hat, hier den 13. Oktober in Erinnerung an Josef II. Zum Tag der österreichisch-serbischen Freundschaft zu machen. Es gibt bereits 45.000 Mischwien. Ich hoffe, dass es viele weitere geben wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jedan, ne autor, ali koji uobličuje sveti Grigorije Dvojislav koji je bio papa
episkop rimski u periodu prije potrebe. Tako da je vaša ideja dobra, a ja bih dopunio s ovim ako da Bog da bude. I posljednje pitanje, da ne dužim više, ja kad sam čitao vašu knjigu, ne znajući da ćemo se sresti, isto mi je bilo veoma zanimljivo kada sam vidio to o rasi i rascijani. Imam jednog prijatelja, Austrijanca, koji se zove Mihajl Raci, ja sam tvojte oca zvao Miću Srbinu, što je Raci. Pa ne znam da li bi bilo moguće li to nategnuto dokazati da sa tim Racima ima nekakve veze i Papa Racinger, pošto Bavarska nije tako daleko da ne ispadne, sad sam rekao da je Papa Srbina. Hvala našim gostima i da imate pitanja, da kažete. Dobro, hvala za taj komentar. Samo da vama još nešto kažem, pošto ste vi spomenuli ime Wolfganga. Samo kratko, ovdje. Ja sam trebao biti, moja majka je iz Velike Plane bila i ona se venčala za Austrijanca u Beogradu, zato što moj deda je bio austro-ugarski oficir koji je posle raspada monarhije živeo u Beogradu. On je rekao, ja neću nijednog Srbina tu dirati, streljati i postao vojni zarobljenik. Ovaj oficijer njemu rekao, slučaj, mi ćemo tebi tu držati ko nekom hotelu. Samo nemoj pobeći, znači će nam doći. Posle Prvog svjetskog rata se preselio moj deda i otac u Beograd. Moj otac je dobio, kad je 18 godina završio svileno delo, šetao po terasi. Kanalizacije su onda već bili tako koji danas. Potaknuo se, pao unutra, pocepao dela, polomio ruku i moja pokojna majka je bila medicinska sestra. I kad su ga odveli u bolnicu, onda su se zaljubili, venčali, ali ona nije mogla poroditi. I kad je došla Austrija 45. ona je išla kod najboljeg lekara i taj njoj je rekao, ja ću vama dati sad antibiotikum i neki čaj, ali ako verujete u Boga ili ta, idite i molite se. Ona je išla u Sankt Wolfgang i tamo je zakletvu radila. Ja bih htjela Aleksandra ili Filipa, ali pošto nisam 10 godina mogla poroditi, ako će se sin poroditi, ja ću ga zvati Wolfganga. Tako sam ja dobio ime Wolfganga, sam Wolfganga. I kad sam se ja venčao, naravno, moj glavni zadatak bio da mi je prvi sin Aleksandar, a drugi Filip. To je jedna kratka istorija, kako se to mislite li nešto? Als Präsident der österreichisch-serbischen Gesellschaft hier in Wien und als Designierter bin auch ich jemand, der gerne Spuren in Österreich hinterlassen möchte, Spuren der serbischen Mitbürger und jener, die hier seit Jahrhunderten eigentlich präsent waren. Und wir haben uns dafür vorgenommen, Professor Orbach ist Vizepräsident unserer Gesellschaft, also daher auch die Verbindung, nächste Woche damit zu beginnen. Nächste Woche am Freitag gibt es am Schwarzenbergplatz 14, das ist gleich da vorne um 17 Uhr, ein Geschichtssymposium mit dem Thema des Toleranzpatents von Josef II., den wir das Toleranzpatent noch einmal aufarbeiten. Wir haben neben dem Professor Horbach noch zwei Historiker aus Belgrad hier, haben auch hier ein prominentes Publikum eingeladen. Wenn jemand Lust hat, einfach kommen. Wenn jemand googeln möchte, findet uns als österreichisch-serbische Gesellschaft im Internet. Dort sind alle unsere Aktivitäten beschrieben. Und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Thema auch weiter hier und auch mit dem Verein SPOI vielleicht in Zukunft auch in Innsbruck einmal veranstalten können. Ich danke vielmals. Ich möchte jetzt nur für die Kollegin noch übersetzen. Also, wir haben dann eben erwähnt, dass es bayerische Heilige gibt, im Grunde genommen, bei denen also slawische Urwurzeln, wie man ja überhaupt auch den Bayern in manchen Arbeiten slawische Abstammung zuordnen kann. Ich sage Ihnen jetzt nur zwei Themen. Die alte Bezeichnung der Bayern war Boi. Und Bojohemum, das Böhmen, ist das Heim der Bayern.
Und da hat es dann die Boie Transdanubium und Boie Cisdanubium gegeben, also die einen, die Boie Bisetz der Donau, das sind die Bayern geworden, und die anderen, sage ich jetzt kinderisch, sind die Bämmern geworden. Nicht? Und man weiß heute nicht mehr, wie letztlich die Verbindung, ob hier nicht eine gemeinsame Wurzel vorhanden ist. Und ich habe dann hinzugefügt, weil er den heiligen Wolfgang erwähnt hat, meine Mutter serbischer Herkunft hat einen Österreicher geheiratet, der Sohn eines österreichisch-ungarischen Offiziers war, der jetzt gegen die Serben kämpfen wollte und dann nach dem Krieg nach Serbien übersiedelt ist. Sie konnte nicht gebären, ist 1945 nach Österreich gekommen und hat ein Gelübde getan. Ist nach St. Wolfgang, hat gesagt, wenn ich einen Sohn kriege, heißt der Wolfgang. Also deswegen heiße ich nicht Alexander oder Philipp, sondern Wolfgang. Aber da ich selten wieder Serbien geheiratet habe, heißen meine Söhne Alexander und Philipp. Das war die kurze, also historisch sicher nicht die wichtigste Sache, also auch der Vollständigkeit halber erwähnt. Bitte, gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen jederseits? Also können Sie die Gelegenheit nutzen und dann. Genau. Hatten Sie die Sorgen in Deutschland auch sehr? Das ist, also es gibt eine Gemeinde, wenn diese Urkunde, Sorabi, ja, Konstantin Porphyrogenetos schreibt in seiner Chronik aus dem 9. Jahrhundert, also dass es diese Sorabi in Byzanz und in Dalmatien gibt. Und Sorabi ist dann übersetzt worden mit Sorgen, ist dann mit Serbi übersetzt worden und ist dann auch mit Sklavini, wobei man nicht gewusst hat, Sklaven oder Slaven, übersetzt worden, ganz sicher die gleiche Wurzel. Ganz sicher die gleiche Wurzel, wie überhaupt die gesamten Ostpreußen. Ja, Preußen ist die alte Bezeichnung Pro-Russia, für Russland. Die haben aber wieder Wurzeln schwedischer Abstammung. Die Rjuriks, die alten, das alte Königsgeschlecht der Russen, werden in den lateinischen Quellen auf einen zurückgeführt, der Rorik Fell Christianitatis genannt wird. Das ist ein fürchterlicher Name. Rorik, die Galle der Christenheit. Also der ist von Schweden mit seinen Mannen bis nach Athen gerudert. Da gibt es ja dann den Witz, du Mama, wieso waren die Germanen nicht nur groß, sondern auch so muskulös? Hat sie gesagt, fuhr die Ruder mal von Schweden nach Athen runter, dann wirst du auch so ausstellen. Also die Mischung war dann so, Aristokraten in Russland, wahrscheinlich schwedischer Abstammung, die sie dann natürlich integriert würden. Nächster Chronik, wir sind ein großes Land, aber im Land herrscht Uneinigkeit und sie haben dann gebeten, die Vareger, also dass sie nach Russland kommen. Aber Serbi ist eben die Wurzel der Südslawen, die sich dann auch über weite Gebiete verteilt haben. Also das ist den Serben offensichtlich genetisch hineingegeben, dass sie sich auf alle Teile verteilen. Übrigens ist Wien die viertgrößte Serbenstadt, die größte ist Belgrad, die zweite ist Novi Sad, die dritte ist nicht Niš, sondern Chicago und die vierte ist Wien. Also nur damit Sie es ungefähr wissen, auch das als eine historische, als ein historisches Moment. Fragen? Weitere Fragen? Man muss das Buch lesen. Ja. Bitte sehr, der erste. Wann und wo wird jetzt die nächste Ausgabe? Ja, also ich wäre sowieso gedrängt. Ich werde schauen, dass ich dass wir bis im Herbst die Ausgabe haben. Und dann werden wir mal schauen. Das war dann Karabic, so ein Diplomat, das mich sicher wieder dazu bringt, dass ich Belgrad herauskommt. Aber wir werden schauen, dass wir also hinreichende Exemplare auf jeden Fall zweisprachig, Serbisch, Deutsch, damit hier jeder das lesen kann. Es soll auch wirklich die Verbindung sein, so wie hier diese beiden Fahnen, Serbisch und Österreichisch, damit man, und ich habe es wirklich in mir. Ja. Ich weiß nur nicht, bin ich so geteilt oder bin ich so geteilt. Ja. Also, ich finde großartig, also dass gerade jetzt ist es notwendig, dass er so eine Haltung hat, so wie Sie. Großartig. Danke. Also, und vielen Dank. Gut, gibt es hier was Fragen? Das
Deutsch ili na srpskom, ako imate pitanja, slobodno. Ja, možete na srpskom. Da, slobodno, znači iskoristite priliku sada. Gut, also wenn es keine Fragen von der Seite des Publikums gibt, von einem der Organisatoren. Herr Rohrbach, haben Sie schon mal über die Frau Diana Kulisavljevic etwas gehört? Gehört schon, aber nicht sehr viel. Gut, dann falls Sie ja damit einverstanden sind, dann werde ich jetzt ein bisschen was über die Frau Diana Kulisavljevic sagen, denn heute reden wir ja hier über zwei Kulturen, über zwei Völker, über die Serben und über die Österreicher, die hier gemeinsam auf dem Territorium Wiens, auf dem Territorium Innsbrucks auch und im gesamten Österreich zusammenleben, die Gesellschaft hier zusammen kreieren. Und Diana Kulisavljevic passt genau sehr gut zu diesem Thema, denn wie ihr schon hört, also von dem Namen Kulisavljevic, zieht sie auf die serbische Seite. Sie ist Tirolerin, Innsbruckerin, geborene Diana Obexa, 1891 in Jena ist sie in Innsbruck geboren worden. Sie ging dann in Innsbruck und machte dann ihre Krankenschwesterausbildung in der Allgemeinen Universitätsklinik in Innsbruck und heiratete dann und lernte dort den serbischen Dr. Julija Kulisavljevic kennen. Sie heirateten dann 1917 und gingen 1919 nach Kroatien, weil der Dr. Julija Kulisavljevic ein Serbe aus Kroatien war und der unterrichtete auf der medizinischen Fakultät in Zagreb und war auch auf der Klinik in Zagreb tätig. Das war also vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann begann der Zweite Weltkrieg 1941, das Jahr, das für die Serben sehr schlecht war in Kroatien vor allem, denn wir alle wissen, oder die meisten von euch hier, dass die Kroaten damals auch einen nationalsozialistischen Staat gehabt haben, das Ustascha Regime damals, die engsten Verbündeten der Deutschen waren. Und damals zu dieser Zeit, da der Dr. Julija Kulisavljevic ein orthodoxer Serbe war in Kroatien und die Frau Diana Kulisavljevic, also geborene Obexa, also eine Tirolerin, eine Österreicherin, eine Innsbruckerin, sie hat sich dann vorgenommen, die serbischen Kinder, die jüdischen Kinder und die Roma-Kinder aus den Todeslagern, muss man schon fast sagen, denn es gab zum Beispiel im nationalsozialistischen Deutschland die Konzentrationslager. In Kroatien waren es richtige Todeslager, denn da wurden die Serben, die Juden und die Roma deportiert und wurden gleich getötet sozusagen. Die Frau Diana Kulisavljevic leitete 1941 mit der jüdischen Kultusgemeinde Zagreb und mit dem Roten Kreuz in Zagreb, also mit ihren Mitarbeiterinnen, eine private humanitäre Aktion sozusagen, eine Rettungsaktion unter dem Namen Diana Kulisavljevic. Und damit rettete sie mit anhand einer speziellen und spezifischen Kartei die Kinder und vor allem die Identitäten dieser vor allem serbischen, jüdischen und Roma-Kinder. Das waren 12.000 und sogar ein wenig mehr. Man nimmt also diese Zahl gerundet her, also 12.000. Sie rettete also sozusagen 12.000 serbische, jüdische und Roma-Kinder aus den KZs in Kroatien damals. Und mit Hilfe dieser Kartei konnten eben vor allem die Mütter und die Familien ihre Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg finden und somit hatte sie also praktisch die Identität, also nicht nur die Kinder gerettet, sondern auch ihre Identität. Deswegen konnten also auch die Mütter und die Familien ihre echten Kinder mit ihrem richtigen Namen sozusagen wiederfinden. Die Diana ist dann mit ihrem Mann Dr. Julija Kulisavljevic wieder nach Innsbruck gezogen 1971 und dort lebte sie bis 1978. Im August 1978 verstarb sie nämlich in Innsbruck und sie ist in Innsbruck bei uns auf dem Westfriedhof begraben. Frau Diana Kulisavljevic, also ihre Tat, die Tat, die wahrscheinlich eine der größten humanitären Rettungsaktionen im Zweiten Weltkrieg war, sogar von einer Frau geleitet, die das selber eingeleitet hat mit ein paar Mitarbeitern. Das war also wirklich eine der größten Rettungsaktionen des Zweiten Weltkriegs, von der man bis vor ein paar Jahren so gut wie gar nichts hörte, vor allem hier in Österreich leider auch nicht, in Serbien genauso wenig. Bis vor eineinhalb Jahren, oder bis vor einem Jahr circa, denn im April 2010 hatte man dann mehr
über die Frau Dina Budisavljević und ihre Tat in den Medien gebracht, in den Zeitungen vor allem, da sind wir also auch aufmerksam geworden und seitdem setzen wir uns also auch ein, damit die Tat Dina Budisavljević, geborene Obwechsler, damit ihre Tat nicht in Vergessenheit gerät und damit wir uns alle mehr an ihre Tat erinnern, denn diese Tat, eine Österreicherin, die einen serbischen Doktor heiratete und die 12.000 serbische, jüdische und Roma-Kinder rettete, das ist wirklich eine gewaltige Brücke zwischen den zwei Völkern, also dem österreichischen Volk und dem serbischen Volk. Und da können wir also alle zusammen anpacken, sozusagen, dass diese Tat von Frau Budisavljević nicht vergessen wird. Wir, der serbische Orthodoxe Jugendverein Innsbruck, SPOI, auch mit Hilfe des, der humanitären Organisation Serb für Serben und auch mit unseren anderen serbischen verbündeten Organisationen sozusagen auf dem Territorium Mitteleuropas, setzen uns also zurzeit ein, dass in Innsbruck auch eine Gedenkplatte für Frau Dina Budisavljević errichtet wird. Wir hoffen, dass es also in nächster Zeit auch passieren wird. Zusammen mit dem antifaschistischen Bund in Innsbruck, muss ich also auch dazugeben. Was ich da noch erwähnen kann, es sind schon Straßen, zum Beispiel in Belgrad, Dedinje, in der Nähe des Königspalastes, der Karadžorđević, da ist also zum Beispiel eine Straße nach Frau Dina Budisavljević benannt, genauso in Bosnien und in Kroatien. Es sind auch Gedenkplatten errichtet worden, schon auf diesem Territorium. Ja, und also wir sagen, es ist auch an der Zeit, dass Sie in ihrer Geburtsstadt Innsbruck, die Frau Obexer, die Frau Budisavljević, auch eine Gedenkplatte errichtet bekommt in ihrer Heimat und vor allem, dass dann die Serben und die Österreicher, die dann an dieser Gedenkplatte vorbeigehen, dass die sich gemeinsam an diese Tat erinnern und somit also wieder neue Brücken bauen, neue Brücken schaffen und wieder zusammenarbeiten. Es ist sogar auch ein Film über die Tat Dina Budisavljević in Vorbereitung. Der Film unter dem Namen Kinder ohne Namen in Regie des serbischen Regisseurs Tiho Mestanic und wir hoffen, dass der Film auch bald veröffentlicht wird. Also somit wollte ich noch was dazugeben von mir also auch von unserem Verein aus Innsbruck über diese Tat. Ich glaube, also eine Frage von mir an das Publikum. Wusste irgendwer von euch irgendwas über die Tat von Dina Budisavljević? Ja, vor allem die serbischen Gäste hier, von den österreichischen Gästen hier, wusste jemand schon was? Heute die Premiere, es ist mir eine noch größere Ehre, indem ich also ihr Wissen sozusagen so mit erweitern konnte. Ja. Ja, ich habe einen Vorschlag und zwar gebeten, dass du mir das auf zwei Seiten für die neue Ausgabe gibst. Wenn ich den Nikola Tesla, der hat in Wien ein Ehrendoktorat bekommen, aber er war nicht genau so. Weiß Gott wie lang, dann müssen wir natürlich das auf jeden Fall geben. Gut, gibt es noch vielleicht Fragen, Ideen jetzt noch? Vielleicht, falls Sie was. Gute Drucke ist der eine, zwei Prozitter, ich nehme mich. Genau, also wir rufen Sie nochmal auf, alle zusammen hier, wir bedanken uns nochmal für Ihr Kommen. Also die humanitäre Organisation Serb für Serben, die serbische orthodoxe Jugendverein aus Innsbruck, SPOI, was so viel heißt auf Deutsch, die Verbinde. Also verbinden wir uns, Serben und Österreich hier auf diesem Gebiet, arbeiten wir zusammen, bilden wir eine bessere Gesellschaft für ein besseres Morgen und alles in friedlicher Zusammenarbeit und zusammen sind wir stärker. Ich bedanke mich nochmal auch beim Dr. Wolfgang Rohrbach, für unseren großen Freund Magister Adam Kalafic, Zahvaljujemse od srca, Zahvaljujemse und ein großes Dankeschön auch an die serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde zum Heiligen Sava hier in Wien, vor allem auch an den Vater Slađan, der auch hier ein paar Grußworte an Sie richtete. Ich bedanke mich auch beim Generalkonsul der serbischen Botschaft hier in Wien, beim Herrn Simonovic und genauso auch bei dem Herrn Stjakovic, der auch hier auch ein paar Worte ins Richtete. Danke nochmal und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.